Ich werde jetzt auch in den Sektor nicht abspeichern. Wir haben einmal abgespeichert. Wir werden jetzt sehen, dass wir da unten müsste irgendwo das Südtor sein. In die Richtung jetzt auch fliegen. Und dann weiterschauen. Unbekanntes Objekt erfasst. Gona-Schiff. Unbekanntes Objekt ist das Gona-Schiff. Unbekanntes Xenon-Schiff ist halt ein Xenon-Schiff. Kein Ziel. Ja, wie gesagt, zum Thema Professionalität in Let's Plays. Wie gesagt, für mich ist es ein Hobby, was ich mache. Für mich ist Spaß an der Freude, was ich hier mache. Man kann von mir, oder man sollte zumindest jetzt nicht am Anfang von mir erwarten, dass ich halt Top-Qualität liefern kann, regelmäßig die Qualität auch liefern kann, weil wie gesagt, ich habe einen Hauptberuf, der mich eigentlich auch sehr entspannt. Und wenn man jetzt von mir noch erwartet, dass ich halt regelmäßig die Folgen bringe, jeden Tag bringe, ich werde, wie gesagt, wirklich versuchen, es regelmäßig zu liefern zu können, die Folgen. Zumindest die X-Reihe. Ich kann es aber, wie gesagt, auch nicht definitiv definitiv nicht versprechen. Weil ich einfach halt auch manchmal einfach nach der Arbeit recht K.O. bin und dann nicht mehr das Interesse dran habe. Es ist, wie gesagt, für mich ist es wichtig, einfach, ich habe Spaß am Spiel und das soll auch so bleiben. Und gerade auch bei so einen Teilen wie jetzt die X-Reihe, X1, X2 oder wie sie alle heißen, wird einfach dieses Problem sein. Es gibt manchmal auch Tage, wo ich mir einfach sage, ich habe keinen Spaß daran. Ich habe einfach keine Freude an dem Spiel momentan, weil es mir körperlich der Tag irgendwie anstrengend war oder ähnliches. Und dann werde ich mich jetzt auch nicht hinsetzen vom PC und das notgedrungen spielen. Also das auf keinen Fall. Weil es würde sich definitiv auch auf den, im Let's Play definitiv bemerkbar machen. Was natürlich nicht der Sinn und Zweck der Sache ist. Ihr sollt schauen, sollt Spaß dran haben, sollt Freude dran haben, zuzusehen, was ich mache. Und das ist das, was mir auch wichtig ist. Wenn ich selber keinen Spaß mehr an diesem Spiel habe, weil ich mich jetzt zwinge, sage, ich habe momentan keine Folgen mehr. Oder ich habe Folgen aufgenommen und die, zum Beispiel meine Audiospur passt dann halt einfach nicht. Diese, die Mikrospur. Info. So viel dazu. Wir müssen uns eigentlich noch. Wir müssen wirklich zusehen, dass wir uns noch einen kleinen Ruf hier verdienen. Da wird schon angegriffen. Das ist kaputt. Na toll. Das ist Prometheus. Das ist ein schöner Jäger. Das ist, glaube ich, ein M5. Ein Kampfschiff der Superlative, ja, M3. Der Flotte der Paraniden den Rücken stärkt. Man sagt sogar, dass der Priester-Imperator Xar selbst eines davon in seiner privaten Flotte hat. Viele Jahre versuchten die Paraniden, den Prometheus vor dem Split und den Argonen geheim zu halten. Sichtungen waren bislang kaum zu zählen. Zurzeit wird noch nach Informationen bezüglich Bewaffnung und Geschwindigkeit des Schiffs geforscht. Also man sieht hier Schild ein 35.000er. Also auf jeden Fall ein 25er haben sie an Bord. Und es ist ein M3, es ist ein schwerer Jäger, demzufolge natürlich auch so auch bewaffnet. Wo wir definitiv nicht mithalten können. Ohne Frage. Da haben wir gar keine Chance. Aber man sieht auch hier, es sind hier Xenon definitiv unterwegs. Also wir haben auch die Möglichkeit wirklich zu sagen, wir gehen auf Xenon-Jagd, versuchen uns ein bisschen ins Kampfgeschehen mit einzumischen und uns einen Ruf bei den Paraniden zu verdienen. Kein Ziel. Sollte eigentlich ohne Probleme machbar sein. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt in den Hauptsektor kommen. Ich weiß gar nicht, in welchem Teil das war. Ob das bei Extension war oder so. Keine Ahnung. In irgendeinem Teil war es wirklich so, dass man erstmal den Hauptsektor eigentlich gar nicht betreten darf. Einfach aus dem Grund, weil man nicht den Ruf dafür hat.
Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Spiel das war. Kann auch sein, dass es uns jetzt gleich erwartet. Wir waren ja schon längere Zeit nicht mehr im Paranin-Bereich. Wir waren ja immer schon drinnen. Und ich weiß aber nicht mehr genau, ob es jetzt in dem Teil war, ob es im späteren Teil war. Wo wir jetzt wirklich erstmal sehen müssen, gucken müssen, ob das alles so passt, sag ich mal. Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns jetzt überraschen. Da sind wir jetzt schon im Paranin-Sektor. Also im zentralen Sektor. Und gucken jetzt mal, ob wir jetzt hier irgendwo Xenon finden. Die wir hier irgendwo jagen können. Wenn nicht, fliegen wir einfach jetzt mal weiter durchs Osttor. Das werden wir jetzt auch machen. Aber wie gesagt, das ist der Hauptsektor der Paranin, Paranin Prime. Ist genauso wie Argon Prime, ist der Hauptsektor der Paranin, wo wir auch eine Schiffswerft haben, eine Waffenfabrik, Waffenfabrik? Ja, eine Waffenfabrik haben. Ein Zerstörer. Den Träger sehen wir hier auf dem auf der Minimap schon. Also ein Stationsträger. Auch ein wenig Kampfgeschehen geradezu ist, wo wir jetzt auch hinfliegen. Man sieht jetzt hier auch schön auf dem taktischen Navigationssystem, es ist ein größerer Sektor, der, wo die Tore ein bisschen weiter auseinander liegen. Hier vor uns sehen wir jetzt erst die Handelsstation. Was uns aber definitiv nicht von abhalten soll, auch in diesen Sektor durchzufliegen. Zu gucken, wo wir die nächsten Xenon finden. Wo wir uns ein bisschen einen Ruf verdienen können. Weil handeln können wir hier einfach momentan nicht einfach, weil uns der Ruf halt fehlt. Ich werde jetzt die Aufnahmesession auch definitiv so lange machen, bis wir bei den Paraninen einen besseren Ruf haben. Hier unter uns ist der Träger übrigens. Bis wir bei den Paraninen auch einen gewissen Ruf haben, dass wir hier andocken können, handeln können und vor allem auch speichern können. Dass es, wie gesagt, langsam auch in der Mission vorangeht. Und dann werden wir einfach weiter schauen, wie es weitergeht. Die Mission langsam wirklich mal ein bisschen verfolgen wieder. So sehen, dass es damit ein bisschen vorangeht. Und einfach schauen, wie es weitergeht denn. Das Osttor ist irgendwo unter uns. Ach, da unten. Also man sieht jetzt hier auch schön in dem Sektor, die Tore sind nicht alle parallel zueinander. Das Osttor ist jetzt weitaus tiefer gesetzt als das Westtor. Was uns in späteren Teilen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es zum Handicap nicht mal unbedingt wird, aber sich definitiv auch noch bemerkbar machen wird. Momentan in dem Spiel, also in dem Teil geht es jetzt alles noch. In späteren Teilen wird es definitiv noch sehr interessant. Vom Haufen Frachter raus, ist Wahnsinn. In späteren Teilen wird es definitiv noch sehr interessant. Da kann es auch mal passieren, dass wir einfach mal am Tor vorbeifliegen. Oder ähnliches. So. Jetzt sind wir im Priesterringe. Hier haben wir auch wieder den Saturnplaneten, sage ich jetzt mal. Also den Planet mit den Ringen drumherum. Da vorne haben wir das Tor. Haben ein Südtor. Fliegen aber trotzdem dennoch weiter erstmal durchs Osttor. Werden dort erstmal schauen, was es da noch gibt. Ob es da was für uns gibt. Station momentan, wie gesagt, für uns ist eigentlich recht uninteressant. Einfach dadurch, dass wir sowieso nicht handeln können. Müssen wir jetzt einfach sehen, dass wir uns den Ruf verdienen, den wir hier brauchen, um an Station andocken zu können. Und speichern zu können. Man hört das Kampfgeschehen hier im Hintergrund die ganze Zeit, also es ist mittlerweile wirklich so, dass wirklich im Nebensektor irgendwo, war aber auch schon ganz schön knapp,
dass in jedem Sektor irgendwo ein Kampfgeschehen mittlerweile stattfindet, dass es hier nun Aktivitäten mehr werden, auf jeden Fall. Und wir dadurch natürlich auch die Möglichkeit einfach haben, uns schneller einen Ruf zu verdienen, sag ich mal. Wie gesagt, ich lasse die Station jetzt momentan wirklich außen vor. Einfach, es bringt uns momentan nichts, weil wir einfach sowieso nicht andocken können, nicht anlegen können, abspeichern können. Von daher können wir die Station momentan auch wirklich außen vor lassen und uns auf das konzentrieren, warum wir hier sind. Und dann schauen wir weiter. Wie gesagt, die Split und Paranin, da ist das Zerstörer übrigens. Die Split und die Paranin sind zwei Völker, die sehr misstrauisch sind. Durch den Verbund der Naz von, durch den Verbund der Rassen der Völker hinweg. Über die Jahre hinweg kam es halt zustande, dass die Völker sich auseinandergelebt haben. Es ist im Endeffekt so, wie bei uns Menschen, wie es niemand wünsche, wie man es eigentlich wirklich, nie, wirklich niemanden wünscht, dass man sich auseinanderlebt. Dieser Zerstörer ist der Stolz der Flotte der Paraniden. Er wurde aus einem früheren Modell entwickelt, das die Paraniden in ihrer Allianz mit den Splits in der Bohrenschlacht eingesetzt hatten. Man sagt, dass dieser Schiffstyp zuletzt erneuert wurde, als ein Konflikt zwischen den Splits und den Bohrern drohte. Wie gesagt, die Völker haben sich irgendwann sehr auseinandergelebt, sage ich mal. Es ist ein gewisses Misstrauen aufgekommen zwischen den Völkern. Die Argonen, wie gesagt, spielen in allen, oder eigentlich doch, spielen eigentlich sehr den Mittelpunkt dieser Geschichten hin. Als neutrale Fraktion, genauso wie die Teladi und die Boronen. Die Splits sind ein Volk, was wirklich sich ein bisschen auf Kampfgeschehen ausgelegt hat, sich darauf ausgerichtet hat, auf Kämpfe, dementsprechend natürlich auch Waffensysteme und so weiter, halt wirklich daraufhin ausgelegt ist. Genauso wie halt die Paraninen. Von den beiden Völkern, Split und Paraninen, sind eigentlich die Paraninen die Rasse, die schneller wieder Vertrauen fest, also wo man sich schnell das Vertrauen wieder verdienen kann. Bei den Split ist es ein bisschen schwieriger, die sind von vornherein sehr vorsichtig. Dadurch, dass sie teilweise auch Technik haben, die keine anderen Völker nutzen. Es ist bei den Paraninen, bei den Split Unbekanntes Objekt erfasst. einfach denn so, dass es lange geheim gehalten wurde, die Technik sehr lange geheim gehalten wurde und dadurch halt ein gewisses Misstrauen wirklich aufkam unter den Völkern. Und Unbekanntes Xenonschiff erfasst. Paranit kann unbekanntes Xenonschiff erfasst. Boron-Delfin erfasst. Unbekanntes Sie sind alle ganz schön weit weg. Ist ein Kampfschiff. Das ist ein M4, das wird mir zu hart hier, ganz ehrlich. Da drehe ich doch die was ein bisschen ab. Weil ein M4. Ich hoffe, die kommen uns jetzt nicht hinterher. Ein M4 ist mir noch ein bisschen hart, bin ich ganz ehrlich. Wir sehen jetzt auch auf den. Auf den HUD sehen wir momentan, welches Schiff wir ausgewählt haben. Das sind alles schon Stärkenschiffe schon. Was eigentlich nicht so mein Ziel ist. Wir fliegen mal weiter in die Richtung. Weiter ein bisschen nach oben. Wie gesagt, ich richte mich jetzt wirklich. Also ich fliege jetzt wirklich eigentlich bloß nach dem HUD. Das ist ein M3, M4, M5. Das sollten wir ohne Probleme
hinbekommen. Und werden wir auch machen. Die verfolgen ein Splitschiff, so wie es aussieht. Also im ersten Teil erkennt man es wirklich noch an den Antrieben. Wie sieht's aus? Paranin-Feind des Herzogs immer noch. Gefällt mir ja noch nicht so. Wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, verzeiht es mir bitte. Aber ich versuche mich da ein bisschen in den Kampfgeschehen jetzt mit einzubringen. Und hoffe, dass wir auch die Möglichkeit haben, irgendwo abzuspeichern mal. Dort ist noch ein Schiff, was durchs Westtor momentan fliegt. Wo es eigentlich nicht klappen wird, oder viel Erfolg haben wird, weil dort wirklich der Zerstörer hinterm Tor lauert. Gucken wir mal, vielleicht können wir jetzt schon andocken. Hoffen wir zumindest mal. Noch immer nicht, okay. Dann gucken wir mal nach dem Südtor. Bevor wir jetzt natürlich auch sagen können, wir bleiben jetzt. Wir bleiben jetzt hier in dem Sektor. Aber wir werden es nicht machen. Wir werden einfach mal ein bisschen weiterfliegen, ein bisschen gucken. Wir haben jetzt zwei kleine Xenon-Schiffe schon zerstört gehabt. Es reicht aber momentan halt, wie gesagt, noch nicht aus, um den Ruf so weit aufzupolieren, dass wir dort andocken können. Sonnenkraftwerk, schön. Uns bringt der beste Sonnenkraftwerk nichts, wenn wir nicht andocken können. Oh. Also jetzt mal gucken, wie es in den nächsten Sektoren aussieht. Weil so lange werden wir jetzt auf jeden Fall machen, dass wir wirklich sagen, dass wir uns den Ruf verdient haben und versuchen hier dann zu speichern, wo ich dann erstmal auch eine Aufnahmepause machen werde, weil es ist heute Samstag und ich nehme die Folge für Dienstag. Imperators Graben erfasst. Ja, ich nehme die Folge für Dienstag auf. Momentan. Mittlerweile wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch. Und werde die Woche aber auch noch definitiv ein bisschen aufnehmen, ein bisschen wieder im Voraus arbeiten. Damit definitiv auf jeden Fall übers Wochenende euch die Folgen gegeben sind, dass ihr auch wirklich regelmäßig schauen könnt auf meinem Kanal und es einfach keinen Ausfall gibt. Ach du Jemini. Das ist eine M1. Das werden wir uns auf jeden Fall schnappen. Aber wie wir sehen, sind hier definitiv noch mehrere Schiffe unterwegs. Ich hoffe mal, wir werden das Tor definitiv im Hintergrund behalten. Ziel in Feuerreichweite. Und hoffen, dass wir es überleben. Ah, ich hasse das. Ach komm, das ist halt ein Witz. Den Endschuss hätten wir ihn jetzt auch noch gönnen können. Da schießt was Größeres auf jeden Fall auf uns.
Dass die Laser so verziehen, das ist nervig. Was ist das jetzt für ein Schiff? Ein M3. Ach du Jemine. Wir werden zusehen, dass wir hier verschwinden jetzt erstmal. Ich glaube, wir haben jetzt bloß noch größere Schiffe. Info. Ist auch ein M3. Wir werden definitiv jetzt durchs Dorf fliegen. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heikel. Vertrauender Freund, Paranin, Feind des Herzogs immer noch. Wir müssen durchs Tor durch. Ich möchte dieses Risiko jetzt eigentlich nicht eingehen. Komm schon. Paranin immer noch Feind des Priesters. Ein M3. Paranit, unbekanntes Info. Wir verdrücken uns, sorry. Das ist mir momentan doch so heikel. Was bist du? Das ist ein M4. Das ist mir doch ein bisschen zu heikel momentan. Dieses Risiko möchte ich momentan einfach wirklich nicht eingehen. Wir werden fliegen uns auch gerade ein bisschen zickzack, dass wir nicht so doll getroffen werden. Aber wir sollten ohne Probleme auf jeden Fall entkommen können. Da fliegen die Laser an uns vorbei. Endlich. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau, ob die durchs Tor mit durchfliegen. In späteren Teilen ist es so. Aber das muss ja nun nicht heißen. Ich glaube, vorher waren wir Feind des Herzogs, jetzt sind wir bloß noch Feind des Priesters. Was vielleicht schon mit ein bisschen Glück ausreichen könnte, dass wir andocken können. Hoffen wir zumindest. Wir müssen jetzt bloß gucken, ob unter uns ein Xenon auftaucht. Weil wenn ja, dann haben wir vielleicht ein kleines Problem. Scheint aber nicht so. Von daher passt das. Kaffee ist auch was Feines. Super. Wir fliegen jetzt auch mal gleich noch ein bisschen dichter ran. Gucken. Da vorne ist noch ein Xenon-Schiff. Super. Also wir können hier zumindest schon mal andocken, was schon mal schön ist. Das heißt, ich werde jetzt auch abspeichern. Eine Aufnahmepause noch mal kurz machen. Ein bisschen was gucken. An die Einstellung noch mal ein bisschen was gucken und dann wahrscheinlich nachher auch nochmal weiterspielen. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei den Paraninen angekommen. Wir haben uns dort ein gewisses Ansehen erstmal verdient, dass wir andocken können. Und sind von daher schon mal auf der sicheren Seite. Einfach auch, weil wir speichern können mittlerweile. Zumindest auch bei den Paraninen speichern können. Das heißt, egal bei welchem Volk wir jetzt sind oder bei welchem Volk wir unterwegs sind, wir können bei jedem Volk wirklich speichern und uns somit so einige Wege sparen können. Oder sparen. Was natürlich auch sehr wichtig ist in einem gewissen Maß. Mich auch hier zu sein. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wann wir es kaufen können. 5 Credits kaufen wir auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen angenehmen Nachmittag, Abend und freue mich aufs nächste Mal, euch im X-Universum begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Ciao!